Der Panzer ist das Rückgrat jeder modernen Armee. Sie sind stark, schnell und schwer gepanzert. Doch ohne die richtige Taktik ist er nur ein Haufen Schrott. Zum ersten der Panzer allgemein. Der Panzer hat drei Sitzplätze. Der Fahrer, dieser fährt den Panzer und bedient das Hauptgeschütz und seine Sekundärwaffe. Der Gunner, er bedient das 50 Kaliber MG auf dem Turm des Panzers. Und der Kommandant, er bedient den Lasermarkierer und kommandiert den Panzer. Die Aufgaben des Fahrers sind recht offensichtlich. Er muss seinen Panzer von A nach B bewegen und dabei Feinde unter Beschuss nehmen. Außerdem muss er auf eventuell Antipanzerwaffen wie Minen und RPGs achten und ihnen ausweichen. Aber da er Sichteinschränkungen hat, kann er nicht überall hinsehen und seine toten Winkel abdecken. In diesen toten Winkeln ist das ideale Versteck für C4-Jockeys und RPG-Schützen. Außerdem sollte er auf das schwach gepanzerte Heck und auf die Seiten Acht geben. Hier greift das Aufgabengebiet des Gunners. Er muss die toten Winkel des Fahrers abdecken und auf die Umgebung achten. Hierbei hauptsächlich auf dunkle Ecken, enge Gänge und Häuser. Der Kommandant ist der dritte im Bunde und ist dazu da, um feindliche Fahrzeuge und Flugzeuge aufzuschalten und damit befreundeten Javelin-Schützen den Abschuss zu ermöglichen. Außerdem kann er feindliche Infanteristen und Sprengstoffe sichten und sie somit dem Fahrer und dem Gunner melden. Es ist von Vorteil, wenn die Panzerbesatzung in einem Squad zusammenarbeitet. Hierbei sollte der Squadleader die Rolle des Kommandanten übernehmen, da er von dem dritten Platz in Ruhe Befehle geben kann und auch sollte. Vom Kommandanten markierte Fahrzeuge können direkt bekämpft werden, wenn der Fahrer die Lenkrakete als Sekundärwaffe eingepackt hat. Das vierte Squad-Mitglied sollte als Infanterist oder Buggy-Fahrer den Panzer unterstützen und auch Feinde melden und den Panzer reparieren. Generell gilt, alle Panzerfahrer sollten die Pionierklasse wählen. Im Panzer kann nur der Fahrer und der Gunner Extras installieren. Der Fahrer sollte seine drei Extras jeder Situation anpassen können. Als defensives Extra würde ich die Reaktivpanzerung empfehlen. Dies erlaubt es dem Panzer, ein bis zwei Treffer mehr einstecken zu können als ohne, da diese spezielle Panzerung RPG-Geschosse und teilweise auch C4 unschädlich macht. Aber sie ist pro Seite nur einmal anwendbar, aber sie kann auch wiederhergestellt werden. Sollte es aber auf der Karte von Javelin-Schützen wimmeln, ist die beste Wahl der Rauch. Dieser verhindert, dass die Javelin den Panzer treffen können, auch in voller Fahrt. Als Optik wähle ich die Thermaloptik, da man mit ihr auch in dunklen Ecken und guten Verstecken feindliche Infanteristen sehen kann. Sollte man aber eher auf weitere Distanzen schießen müssen, da ein Vordringen nicht möglich ist, ist die Zoom-Optik eine gute Wahl, da man mit ihr auf weitere Distanzen gut zielen kann. Als dritte und letztes Extra wähle ich die Kanister-Shells. Mit diesem Schrotschuss kann man sich nicht nur gut gegen einzelne Infanteristen wehren, sondern auch ganze Infanteristengruppen leicht ausschalten. Auch leicht gepanzerte Fahrzeuge und sogar Helikopter und Flugzeuge sind kein Problem für die Kanister-Shells. Natürlich ist es Gefühlssache, welches Extra man wählt. Man kann genauso gut statt der Kanister-Shell die LMG oder das 50 Kaliber Maschinengewehr als Zweitwaffe verwenden. Der Gunner kann nur seinen defensiven Extra auswählen. Es kommt aber dem gesamten Panzer zugute. Hierbei ist der Umgebungsscan die beste Wahl. Fahrer und Gunner sollten sich auf jeden Fall über die Wahl der Extras absprechen und sie aufeinander einstimmen. Wenn möglich, sollten Panzer nie alleine arbeiten. Im Panzerverband sind sie noch tödlicher und können sich gegenseitig Deckung geben,
um eventuelle Angreifer oder Zivil-Jockeys zu erledigen. Im Kampf Panzer vs. Panzer gibt es nur ein paar Sachen, die man beachten sollte. Erstens, stellen Sie immer sicher, dass Ihre bestgepanzerte Fläche auf den Gegner zeigt, also die Front. Richten Sie Ihren Panzer also immer nach Ihrem Gegner aus. Zweitens, wenn möglich, feuern Sie auf die Seiten und das Heck des feindlichen Panzers. Denken Sie daran, aber in einem möglichst rechten Winkel auf den Panzer zu schießen. Das verursacht den meisten Schaden. Außerdem gibt es eine Stelle am Heck zwischen Wanne und Turm, wo ein einzelner Treffer den Panzer disablen kann. Nach Zerstörung des Panzers vernichten Sie eventuell ausgestiegene Infanterie und gehen Sie sicher, dass der Panzer nicht repariert werden kann. Ein Fahrer sollte nie einen Panzer aufgeben, da feindliche Pioniere ihn reparieren und gegen das eigene Team benutzen und einsetzen können. Als Gunner sollten Sie, wenn möglich, immer aussteigen, um Ihren Panzer zu reparieren, auch während eines Gefechtes. Drehen Sie Ihren Geschützturm einfach in die Richtung, in die Sie aussteigen wollen, und drücken Sie E. Nun haben Sie alle Zeit der Welt, den Panzer zu reparieren, und Ihr Fahrer kann in Ruhe die Feinde bekämpfen. Setzen Sie Ihren Panzer, vor allem im Rush-Modus, nie unsinniger Gefahr aus. Lieber einmal zurückziehen und den Panzer reparieren, um dann weiterzukämpfen, als ewig auf einen neuen zu warten und dabei zu verlieren. Teamwork ist alles im Panzer. Und damit bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, mein Video zu liken und zu kommentieren. Euer Rocktox. Panzerdivision C33. Feindliches Ziel auf Südwest, direkt voraus, 12 Uhr, 22,5 Grad. Anvisieren, zielen, feuern! Feindliches Ziel nicht ausgeschaltet. Anvisieren. Feuer. Feindliches Ziel ausgeschaltet. Bestätigt. Abrücken.